Ja, hallo liebe Pfeifen-Community hier auf YouTube. Ich bin's schon wieder und ja, gibt zwei Anlässe, warum ich mich heute hier mit diesem Video zu Wort melde. Zum einen hat mich erneut Post erreicht und zwar vom Jürgen Ungerer bekam ich ein Päckchen mit Tabakproben. Und er hat mir da ein ganzes Konvolut voll mit Tabakproben gesendet. Ich möchte mich hier auf diesem Weg ganz recht herzlich beim Jürgen bedanken. Ich habe da jetzt auch mit den Proben, die ich vom Daniel bekommen habe, ja jetzt einiges zu Hause. Da kann ich mich auf jeden Fall jetzt erstmal richtig durcharbeiten. Es wird auch ein bisschen dauern, bis ich die Proben jetzt wirklich alle mal getestet habe. Und wenn ich mache es wie beim Daniel, wenn mir ein Tabak besonders gut gefällt, dann werde ich hier auf YouTube meine Meinung zu diesem Tabak kundtun und ja, dann wird er bestimmt auch nachbestellt. Leider sind wir ja, um mal ein bisschen was, ja, ich will nicht sagen Außergewöhnliches, aber wenn wir eine gewisse Bandbreite von Tabaken genießen wollen, sind wir ja leider darauf angewiesen, diese uns online zu bestellen. Die lokalen Tabakhändler sind längst nicht mehr so gut sortiert, wie es vielleicht früher war, in den 70er noch oder auch in den 80er Jahren. Aber dank Internet können wir ja auf manch ein Leckerchen zugreifen. Und ich, wie gesagt, bedanke mich bei Daniel jetzt nochmal und auch beim Jürgen hier für diese ganz schönes Probenkonvolut hier. Bin auch auf diese Tabake, genau wie bei Daniel, sehr gespannt. Sind Tabake dabei, die ich jetzt als Beginner oder Neuling gar nicht so auf dem Schirm hatte, die mir auch mal zu bestellen. Ich sage es ja nochmal, man ist ja als Anfänger doch immer ein bisschen so bei den Herstellern und Namen, die man halt kennt, die geläufig sind, die populär sind. Und hier auch wieder ein paar Hausmarken dabei und da freue ich mich drauf, wirklich. Also, vielen Dank nochmal an die Spender da draußen. Und der zweite Grund, warum ich dieses Video mache, ist, ich hatte ja bei meinem Video die Pfeife, ja, Rauchutensil oder ja, Rauchgerät oder Statussymbol ja angesprochen und da habe ich ja auch meine drei Pfeifen vorgestellt, die ich bisher in meinem Besitz hatte und jetzt habe ich es getan. Ich hatte ja in diesem Video gesagt, ich liebäugle mit einer Faunpfeife und ich habe Nächte wach gelegen und habe überlegt, ob ich mir diese kaufen soll und ich habe es getan. Die Faunpfeife ist mein und ich möchte sie euch natürlich vorstellen. Hier, ihr kennt das, das ist der Karton, ein Faunpfeifchenkarton und ich mache ihn auf und dann kommt ein kleines Säckchen zum Vorschein und ich bin mit dieser Pfeife also wirklich happy, happy, happy und stelle sie euch vor. Vorsicht, Trommelwirbel habe ich jetzt keinen, aber hier ist sie, die Pfeife von Faun. Ich komme ein bisschen näher, ich zeige sie euch. Das ist die Burgund 1632 aus der Burgund-Reihe. Ein wirklich hübsches Pfeifchen, wie ich finde. Schlicht, die Form wirklich ein Handschmeichler. Hier mit diesen Kork-Applikationen eingearbeitet. Und ja, ein schönes Mundstück. Hier unten die Nummer, weiß nicht, ob man es erkennt, 1632 Faun. Da gibt es noch andere Modelle in der Burgund-Reihe, aber die 1632, die hat mir jetzt vom Shape her, von der Form besonders gut gefallen. Hier mit diesem, ja, angedeuteten dreieckigen Holm. Also, ja, die musste es jetzt sein für meine beginnende Pfeifensammlung. Ich finde, ein wunderschönes Pfeifchen passt zu mir wie die Faust aufs Auge. Ich hänge euch am Ende des Videos
jetzt gleich noch ein paar Fotos. Da habe ich mal die Pfeife ein bisschen in Szene gesetzt und die zeige ich euch. Ja, da freue ich mich aufs Einrauchen. Und ansonsten, ja, war es das eigentlich schon wieder von mir. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal hier stolz meine Pfeife präsentieren. Bei Pfeifen gehen die Geschmäcker ja auseinander. Es wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Mir gefällt diese Pfeife sehr gut. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Pfeife von der Optik her findet. Ob es auch eine Pfeife wäre, die ihr in eure Sammlung aufnehmen würdet oder eher nicht. Ich bin ganz glücklich damit. Ich finde die einfach toll. Ich muss sie noch mal ins Bild holen. Dieses, ja, fast schon naturelle, dieses matte, nicht hochglanz polierte Holz und diese Kugel hier, dieser Handschmeichler. Also ich finde die Pfeife einfach nur klasse. Ja. Die Faun-Burgund 1632. Gleich kommen noch Fotos. Ja, das war's von mir. Als nächstes wahrscheinlich dann auch wieder mal ein Tabak-Review. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer Marco.